Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Final Fantasy VIII. Es steht noch eine kleine Nebenaufgabe aus, und zwar ist das UFO. Es gibt insgesamt 4 Orte, wo man auf ein, ja, ominöses Flugobjekt trifft. Das haben wir ja im Okkult-Fan 2 bereits gelesen. Und einer dieser Orte hier ist in der Nähe von Timber, da wo sich diese beiden Eisenbahnschienen kreuzen hier. Hier gibt es nördlich davon einen Strand. Ich empfehle euch, mit Irvine Gegner 0 zu koppeln, dann werdet ihr von lästigen Zufallskämpfen verschont. Sondern lauft hier einfach ein bisschen am Strand hin und her und da haben wir schon den ersten Kampf und da dürfte jetzt eigentlich nur das UFO auftauchen. Es kommt kein Gegner und jetzt fliegt hier von links nach rechts das UFO vorbei. So, das wäre unsere erste UFO-Begegnung gewesen. Die zweite finden wir in Windhill. Das war ja bekanntlich hier. Na, reisen wir mal kurz hin. Da müssen wir einfach nur ganz plump ums Dorf herumlaufen und dann taucht irgendwann das UFO auf. So. Einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen gucken. Und irgendwann taucht das UFO auf. Kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht auch nicht. Gut, also die Maßgabe läuft ums Dorf herum. Kann natürlich weit gedehnt werden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umkreis ich mich hier bewegen darf, soll, muss, kann. Aber ich denke mal, ich versuch's mal hier am Strand. Vielleicht klappt das ja besser. Nicht wirklich. Okay. Gut. Wir laufen weiter und laufen weiter und laufen weiter. Aha! UFO Nummer 2. Diesmal hat es eine Kuh dabei. Okay. Sehr hübsch. Natürlich nichts. So. Nächster UFO-Haltestellepunkt ist eine Insel und hoppala, oh Hilfe, und zwar die große Sandwüste hier unten, wo sind wir schon mal gewesen, haben wir die ganzen Kaktoren besiegt, aber ich rede nicht von der kleinen, sondern der großen direkt daneben, das ist hier unten. So, da sind wir schon, da können wir landen, irgendwo. Und hier irgendwo. Ach, guck an. Direkt beim Aussteigen. Geile Sache. UFO Nummer 3. Eine Pyramide. Sehr schön. Wir kriegen wieder nichts. Okay. So. Vierter und letzter Punkt auf das UFO, damit wir aufs UFO treffen, ist ganz, ganz oben im Nordosten. Ein ganz, ganz kleiner Landstrich quasi. Diese Insel hier oben. Und jetzt? Da müssen wir irgendwo landen. Ich nehme jetzt mal einfach hier, so. Stopp, war das schon die Insel? Ja, genau. Die ist es. Die müsste es sein. Hier irgendwo kommt UFO Nummer 4.
Ist das so? Ich bin jetzt gerade unsicher. Ja, ich glaube schon. Oder etwa doch nicht. Habe ich die falsche Insel erwischt? Das ist schon so lange her, Freunde. Ich meine aber, das ist die richtige. Ja, das ist die richtige. Ja, das stimmt schon. Vielleicht im Wald? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht. Nee, das ist die richtige Insel. Beziehungsweise das richtige Gebirge. So, und irgendwo hier. Irgendwo hier. UFO. Meine Fresse. Ist das jetzt dein Ernst? Also hier oben ist ja das Tor zum Paradies. Ich check jetzt nochmal eben kurz hier oben, ob das nicht doch hier war. Aber ich glaube, es war nicht hier. Komme ich eigentlich vorbei? Nee, komme ich wahrscheinlich nicht. Toll gelandet, Florian. Ganz starke Sache. So. Hier vielleicht. Das hier ist das Tor zum Paradies. Was ist hier? Wie heißt das? Nee. Furi, Fura, Fura, was weiß ich, was für eine Insel? Was bist du hier? Nee. Auch nicht. Nee, das muss da oben sein. Ich bin einfach zu ungeduldig. Das muss hier sein. Ja. Müsst ihr nicht unbedingt bei sein. Ich schneide das kurz raus. Bis gleich. So, Freunde, schaut mal, wo ich stehe. Das, was ich an Infos vorliegen hatte, wo sich dieses vierte UFO aufhalten soll, ist kompletter Quatsch, denn ich bin jetzt auf der Hades-Halbinsel.
Es hieß ja, dass das hier sein soll, aber die Halbinsel ist hier. Dieses kleine Stückchen hier oben. Ihr seht ja hier diesen etwas längeren geschwungenen Bogen und dann da oben drüber diese Insel. Die ist das, diese ganz kleine, an dieser langen Sandbank hier. Und da ist jetzt das vierte UFO gewesen. Ja. Genau. So, da wir jetzt alle vier UFOs gefunden haben, können wir uns jetzt diesem UFO quasi zum Kampf stellen. Das UFO befindet sich auf den Grandideri-Klippen. Wo das genau ist, zeige ich euch jetzt. So, das UFO ist nicht weit entfernt. Ehrlicherweise sind wir da schon mal gewesen. Und zwar ist das genau hier. Da, wo wir eben das vierte UFO gesucht haben, da treffen wir jetzt auf das richtige UFO. Und diesmal können wir es bekämpfen. Das machen wir auch natürlich. Es ist jetzt absolut kein harter Kampf. Es sieht am Ende nur ein bisschen cool aus. So, ich glaube, das ist es schon gewesen jetzt. Zack, bam. Und tschüss. Und wir kriegen ein Aegis-Talisman. Das sieht doch schon mal gut aus. So, das UFO hat natürlich einen Insassen gehabt. Und der befindet sich jetzt in Ballamp. Also, auf nach Ballamp. Ich habe noch was Wichtiges vergessen, Freunde. Damit ihr im Kampf gegen das Alien, oder ja, Kampf ist es nicht, ich nenne es mal die Gegenüberstellung, das Bestmögliche rausholen könnt, braucht ihr insgesamt 5 Elixiere. Ihr seht, ich habe nur 2. Das ist schlecht. Ihr könnt euch aber über die Ability Medizinwandler mit einer Megapelle 2, ich meine aus 10 Stück, ein Elixier herstellen. Wir müssen aber erstmal Megapelle 2 herstellen und ihr seht, ich kaufe jetzt einfach mal hier 100 Stück. Nicht Hundeshop, Ballamshop. Megapille, zack. Alles voll klatschen, ich habe ja Kohle genug. So, jetzt Medizinwandler, Megapille. 10 Stück. Und jetzt kann ich per Medizinwandler Megapille 2 aus 10 ein Elixier. Ich brauche derer 3. Ihr seht, das kostet einen Haufen Kohle. Ja, ich muss mal wieder 100 Stück kaufen. Zack. Die wandle ich jetzt wieder um in Megapille 2. Und die wandle ich wieder um in ein Elixier. Zack. Dasselbe nochmal. Megapille. Ja, super. Medizinwandler. Megapille. Und ich habe 5 Elixiere. Sehr schön. So, jetzt aber auf nach Ballamp. Was ein Stress hier. So. Und zwar da, wo der Ballamp Garden mal stand. Da muss ich hin. Quasi hier. Wollen wir mal gucken, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Ne? Wo bist du denn, Kollege? Ah. Ja, wer ist das denn? Ach, wie süß. Ach, guck mal. Ich will Elixiere. Ja, ich gebe dir erstmal 1. Oder? Koyo Koyo. Mehr Elixiere. Alles klar. Noch mehr.
noch mehr. Was ist das jetzt? Alter. Okay, eins habe ich noch. Und dann ist Schluss hier. Dann habe ich keine Kohle mehr. So. Yay. Danke. Ich krieg nix. Eine Koyo-Koyo-Karte. Sehr cool. Und das ist es dann auch gewesen. Ihr könnt theoretisch das Alien auch angreifen, aber diese Koyo-Koyo-Karte ist das Beste, was ihr aus dem Kampf rausholen könnt. Wenn ihr das Alien angreifen würdet, wäre der Kampf sofort vorbei und ihr würdet einen Beschleuniger bekommen. Der Beschleuniger ist jetzt bei weitem nicht so wertvoll wie die Koyo-Koyo-Karte, denn ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn man die umwandelt. Ich weiß es ehrlicherweise selber nicht. Wo bist du denn, Koyo-Koyo? Wir kriegen ein Vielfraßfass. Und abgesehen davon, dass die Karte wahrscheinlich zum Kämpfen auch nicht so verkehrt ist, ja, kann man das bestimmt mal machen. Gut, das wär's zum UFO gewesen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.